Spezifische Fragen C. Wo gelten die Kollisionsverhütungsregeln KVR? Auf der Hohen See und auf den mit dieser zusammenhängenden von Seeschiffen befahrenen Gewässern. 74. Was gilt, wenn eine Bestimmung der Seeschifffahrtsstraßenordnung mit den Kollisionsverhütungsregeln in Widerspruch steht? Die Vorschriften der Seeschifffahrtsstraßenverordnung. 76. Wer ist für die Befolgung der Verkehrsvorschriften verantwortlich? Der Fahrzeugführer oder der Stellvertreter? 77. Was bedeutet seemännische Sorgfaltspflicht? Die Verpflichtung zur Beachtung von Vorsichtsmaßregeln und der Verkehrsvorschriften hinaus, die Seemannsbrauch oder besondere Umstände des Falles erfordern. 78. Welche Sicherheitsmaßnahmen hat der Fahrzeugführer im Rahmen seiner seemännischen Sorgfaltspflicht Vorfahrt Antritt zum Schutze und für die Sicherheit der Personen an Bord zu treffen? Der Fahrzeugführer hat die Besatzungsmitglieder und Gäste über die Sicherheitsvorkehrungen an Bord zu unterrichten, in die Handhabung der Rettungs- und Feuerlöschmittel einzuweisen und auf geeignete Maßnahmen gegen das Überbordfallen hinzuweisen. 79. Was bedeutet das Manöver des letzten Augenblicks? Ausweichmanöver des Kurshalters. Wann ist das Manöver des letzten Augenblicks durchzuführen? Es muss durchgeführt werden, wenn ein Zusammenstoß durch Manöver des Ausweichpflichtigen allein nicht mehr vermieden werden kann. 81. Wann gilt ein Fahrzeug als überholendes Fahrzeug? Wenn es sich einen anderen Fahrzeug aus einer Richtung von mehr als 22,5 Grad achterlicher als quer ab Bereich des Hecklichts nähert. 82. Wann ist ein Fahrzeug manövrierunfähig? Wenn es wegen außergewöhnlicher Umstände, zum Beispiel Ausfall der Ruder- oder Maschinenanlage, nicht so wie vorgeschrieben manövrieren und daher einen anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann. 83. Wann ist ein Fahrzeug manövrierbehindert? Wenn es wegen der Art seines Einsatzes behindert ist und deshalb nicht so wie vorgeschrieben manövrieren und daher einen anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann. Welche besondere Maßnahmen sind bei verminderter Sicht zu treffen? Es muss mit sicherer, den verminderten Sichtverhältnissen angepasster Geschwindigkeit gefahren werden. Es müssen Schallsignale gegeben werden. Es müssen Positionslichter eingeschaltet werden und es muss gehörig Ausguck gegangen werden. 85. Welche Vorschriften regeln die Ausrüstung, Anordnung und Anbringung der Positionslaternen, Sichtzeichen und Schallsignalanlagen auf Fahrzeugen? Die Kollisionsverhütungsregeln KVR, die Seeschifffahrtsstraßenordnung und die Schifffahrtsordnung Emsmündung. 86. Welche Positionslaternen und Schallsignalanlagen dürfen auf Sportbooten unter deutscher Flagge verwendet werden? Solche, deren Baumuster vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie BSH zur Verwendung zugelassen sind oder eine als gleichwertig anerkannte Zulassung eines EU-Staats besitzen. 87. Was sind Verkehrstrennungsgebiete? Es sind bekannt gemachte Schifffahrtswege, die durch Trennlinien oder Trennzonen im Einbahnwege geteilt sind. 88.
Wie sind Verkehrstrennungsgebiete zu befahren? Sie dürfen jeweils nur in der allgemeinen Verkehrsrichtung rechts der Trennlinie oder Trennzone befahren werden. 89. Was bedeutet in Sicht befindlich? Wenn jedes Fahrzeug von anderen optisch wahrgenommen werden kann. 90. Was bedeutet sichere Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit muss der Verkehrslage, der Sicht und der Witterungsverhältnisse angepasst sein und es muss jederzeit aufgestockt werden können.